Vorarlberg. Servus, ich bin Simon Stark und dieser Kettenbrief hat heute sicherlich schon für Verwirrung gesorgt. Dieser Kettenbrief wurde per WhatsApp versendet und ich bin jetzt beim Herrn Valandro von der Arbeiterkammer. Was kann man denn gegen so einen Kettenbrief, sage ich mal, tun? Im Prinzip kann man grundsätzlich die Nachricht löschen. Man kann das Ganze auf jeden Fall nicht weiterleiten. Man sollte den Kindern und Jugendlichen, die betroffen sind, die Informationen geben, dass es sich dabei um einen Betrug handelt, um einen Scherz unter Anführungszeichen. Okay, im Falle, wenn man das Ganze vielleicht schon weitergeleitet hat, könnte da einem etwas passieren? In diesem Fall ist strafrechtlich keine großen Befürchtungen zu sehen, weil es ja keine Verbreitung von Schadsoftware ist. Wenn es eine Verbreitung von Schadsoftware gäbe, könnte es unter Umständen strafbar sein, könnte man sich strafbar machen. Allerdings strafbar ist prinzipiell vor allem der Urheber und nicht der Verbreiter. Dann sage ich vielen Dank. Somit, falls jemand so einen Brief oder diesen Kettenbrief heute bekommen haben sollte, einfach löschen und danach ignorieren. Antenne Vorarlberg!